So, hallo ihr Lieben. Heute mal wieder ein schönes kleines Video mit einem wundervollen Bild vom Kap Arkona. Und zwar habe ich dieses Foto auf Rügen gemacht, als wir da, ich weiß es gar nicht, letztes Jahr oder vorletztes Jahr waren. Ich finde dieses Bild ganz interessant. Erstmal, weil wir hier so ein bisschen Büsche haben, dann ein kleines bisschen Vordergrund hier, das Gras und dann eine richtig schöne Meeresfläche, blauer Himmel mit ein paar roséfarbenen Wolken. Hier noch eine kleine Landzunge. Und das ist so ein schönes Bild, was man relativ zügig schön malen kann. Deswegen wollte ich das mal mit euch zusammen durchgehen. Farben, was haben wir da Schönes? Da haben wir Mitternachtsschwarz, Preußischblau, Pentanolblau, Saftgrün, Pentanolgrün, Cadmiumgelb, Karmesinrot, ein wenig Braun und Titanweiß. Was wir brauchen, ist der Spachtel, dann die 1-Zoll-Pinsel, 2-Zoll-Pinsel nur zum Vorgrundieren, beziehungsweise zum, nicht grundieren, sondern um den Flüssiggrund zu verteilen. Und dann habe ich hier noch ganz viele andere Pinsel, Fächerpinsel und. Das schauen wir mal, was wir im Laufe des Bildes alles so benötigen werden. Das entscheide ich dann spontan. So, als erstes habe ich hier eine Leinwand. Die ist 30 x 40 und die ist schon vorgefertigt, zweimal vorgrundiert. Das heißt, die saugt die Farbe nicht komplett auf, sondern das Flüssigweiß hält sich da richtig schön lange drauf und man kann mit dieser Leinwand hervorragend arbeiten. Ja, ich mache jetzt ganz kurz Pause. Ich werde die Leinwand einmal mit Flüssiggrund bestreichen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, also jetzt habe ich meine Leinwand mit Flüssiggrund bestrichen und jetzt wollen wir mal loslegen. Als allererstes nehmen wir uns einen sauberen 1-Zoll-Pinsel und nehmen uns ein wenig Preußischblau. Nur so ein bisschen einmal abstupfen, dass wir nicht zu viele Farbkleckse im Pinsel selber drin haben. Ups. Dann noch ein wenig Pentanolblau. Ebenfalls abstumpfen. Weil wichtig ist, dass ihr jetzt einfach im Pinsel keine dicken Farbflecken habt. Ne? Deswegen ruhig öfter so ein bisschen abstumpfen und dann machen wir die üblichen Kreuzstriche. Wir fangen in den Ecken an. Ihr seht hier auf dem Foto, der Himmel ist tatsächlich relativ dunkel. Und so möchte ich nämlich auch gerne einen schönen dunklen Himmel jetzt hier malen. Ich fange immer in den Ecken an, weil da ist es natürlich am dunkelsten. So. Dann nehmen wir uns den 2-Zoll-Pinsel und verblenden das Ganze. Wenn ihr Landschaftsbilder malt, empfehle ich euch immer, nehmt euch ruhig eine Vorlage. Malt das nicht komplett raus aus der Erinnerung. Natürlich gibt es bestimmt viele von euch, die das auch können, aber das ist halt schwierig, weil man so Schwierigkeiten hat, sich den Bildaufbau wirklich gut vorstellen zu können. Deswegen empfehle ich immer, eine Vorlage zu haben. Und ich mache es auch immer so, ich nehme mir als allererstes ein kleines Bild und probiere mich da einmal aus und schaue, wie baue ich das Bild am besten auf? So, jetzt haben wir hier schon einen richtig schönen Himmel. Alles gleichmäßig verteilt. Das sieht doch schon mal recht gut aus. Dann können wir im nächsten Schritt eigentlich auch schon gleich das Wasser machen. Ihr seht hier, das hat so ein kleines bisschen Türkis mit drin. Deshalb können wir das eigentlich jetzt auch gleich machen. Hier hinten ist es sehr, sehr dunkel. Deswegen gehe ich nochmal wieder ein bisschen hier. Den nehmen wir wieder zum Verblenden. Den lassen wir mal ein bisschen Preußischblau. Wieder hier ordentlich einstüpfen. Es ist jetzt natürlich schon Flüssigweiß am Pinsel dran. Deswegen wird das Ganze ein bisschen heller als zuvor. Und ja.
damit wir auch einen richtig schönen Horizont hinbekommen, empfehle ich euch, da einen kleinen Trick anzuwenden. Und zwar kann man da einfach einen Tesastreifen nehmen. Der muss natürlich so lang wie das Bild sein. Lieber ein bisschen länger, denn dann könnt ihr es ums Bild rumkleben. Und dann mal schauen, dass das wirklich gerade wird. Für mich jetzt ein wenig schwierig, da das Bild sehr schief ist, damit ich euch das besser zeigen kann. Aber ich versuche es mal so gerade wie nur irgend möglich zu machen. Ich mache den Horizont diesmal ein bisschen höher, weil ich gerne möchte, dass man das vom Himmel nicht ganz so viel sieht. Ich möchte lieber ein bisschen mehr Vordergrund haben. So, jetzt klebe ich das hier einmal drauf. Wenn man hinterher da ein bisschen Spuren vom Teser sieht, macht nichts. Wir arbeiten ja flüssig und flüssig. Das können wir hinterher nochmal wieder fein ausarbeiten. Das ist überhaupt gar kein Problem. So, jetzt nehmen wir hier unsere dunkle Farbe und gehen vorsichtig hier am Horizont entlang mit waagerechten Strichen. Versucht auch an den Rand zu denken. Dann braucht ihr nämlich später keinen Rahmen. So, das streichen wir jetzt hier richtig schön rein. Immer von außen nach innen. So bekommen wir dann nämlich hier in der Mitte eine kleine Reflexion hinein. Ich sehe gerade, ich habe hier das Flüssigweiß leider nicht allzu gut aufgetragen. Mein Flüssigweiß ist leider schon ein bisschen älter. Ich glaube, das muss ich jetzt mal austauschen. Es ist nämlich schon sehr fest. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Da muss ich hier ein bisschen mehr malen. So. Streichen das jetzt alles schön hier rein. Ihr seht, im Vordergrund ist das Bild ein klein wenig heller. Und deswegen arbeiten wir da gleich nochmal ein ganz kleines bisschen Türkis mit ein. So große, starke Reflexion habe ich jetzt hier nicht, wie ihr seht. Deswegen brauche ich da jetzt auch nicht so drauf achten, dass das passt. So, und das mit dem Flüssigweiß ist wirklich ganz bescheuert. Mann, das ärgert mich jetzt. Das hätte ich ja nicht gedacht, dass das so schlecht sich verarbeiten lässt. Das kann ich noch austauschen. Das ist aber auch nur so ein kleiner Rest über. So, jetzt nehmen wir den großen Pinsel. Dann streiche das hier alles nochmal schön über. Und warum wir das waagerecht machen, dann sieht das schon gleich so ein bisschen aus wie Wasser. Deswegen den Pinsel immer waagerecht halten. So, jetzt nehme ich mir nochmal wieder den Pinsel, den ich eben schon benutzt habe. Den stopfe ich mal ein bisschen aus hier. Einfach mal in ein Zebertuch, dass da nicht mehr so viel Farbe drin ist. Dann nehme ich mir ein wenig Pentanolgrün. Wirklich nur ein ganz bisschen wieder stopfen, damit wir keine dicken Farbpartikel da drin haben. Und dann ziehe ich das ganz vorsichtig jetzt hier in mein Wasser mit ein. Nur so ein ganz bisschen. Ich will jetzt hier keine Karibik haben, sondern wirklich nur hier vorne ein ganz bisschen Hauch von Türkis drin. Mehr will ich gar nicht. Nur ein bisschen. Hier kommt sowieso später unser Rasen hin, deswegen ist das egal. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, schaut doch mal auf dem Foto, das ist noch relativ... Das ist doch ein bisschen dunkler, überhaupt kein Problem. Nehmt euren Pinsel, nochmal ein bisschen wieder auswischen in ein Tuch und geht nochmal ins Preußischblau rein. Das Preußischblau ist das Dunkelblau und damit können wir es nochmal verdunkeln. Eventuell noch ein ganz kleines bisschen Mitternachtsschwarz mit reinziehen, aber nur ganz wenig. Ganz wenig, das Mitternachtsschwarz ist nämlich sehr intensiv. Und gut vermischen, ne? Gut vermischen. Und dann gehen wir nochmal hier oben rein
und schauen, dass wir das Wasser hier doch noch ein bisschen dunkler hinbekommen. Das macht dann nämlich noch einen tieferen Eindruck und den Eindruck von Ferne. Das ist nämlich dann ganz besonders schön. So, guck mal, das sieht doch schon richtig gut aus. Und durch diese ganz feinen Striche, das ist nämlich das Besondere an diesen Einzelpinseln, Zweizellpinseln, die machen das halt nicht wie Pinsel, wie zum Beispiel hier Acrylpinsel oder Blumenmalpinsel, die nehmen die Farbe ja komplett mit. Hier bleibt viel Farbe über und deswegen entstehen diese schönen, feinen, sauberen Striche, die schon gleich richtig nach was aussehen. Jetzt sehe ich gerade, ich habe hier ein großes Haar, oder? Wenn ihr mal ein Haar auf der Leinwand habt, dann bitte nicht mit den Fingern wegnehmen, sondern am besten mit einem sauberen Pinsel einfach versuchen, mit den Bürsten das einmal aufzunehmen. Ja, hier ist nämlich, das ist ein großes Hundehaar. Ha, ein Hundehaar habe ich hier drauf, das ist ja bescheuert. Dann nehme ich nochmal wieder den 2-Zoll-Pinsel, weil hier wird mir das sonst zu dunkel. Deswegen, es ist immer von Vorteil, wenn ihr mehrere Pinsel habt, dann braucht ihr den nicht immer jedes Mal auswaschen. Und vor allen Dingen habt ihr die Farbe noch auf dem Pinsel und könnt noch weiter damit arbeiten. Deswegen, also wenn ihr wirklich mit eurer Malerei anfangen wollt, beziehungsweise sicher seid, dass ihr damit weitermachen wollt, dann lohnt sich da wirklich die Investition, 2-3 Pinsel mehr zu kaufen. Nicht von jedem, jetzt von jeder Sorte, aber jetzt von dem 1-2-Pinsel zum Beispiel. Kommt natürlich auf die Größe eurer Bilder an. Wenn ihr jetzt ganz viele Bilder malt, die 40x60 sind, dann lohnt es sich auch, von den 2-Zoll-Pinseln mehr zu kaufen. So, jetzt haben wir doch hier schon richtig, richtig tollen Farbübergang. Und dann wollen wir doch nochmal richtig schön unsere Wolken damit reinmalen. Jetzt ist die nächste Frage. Lassen wir den Klebestreifen so, weil es ehrlich gesagt auf dem Foto tatsächlich so aussieht, als ob hier ein Klebestreifen wäre. Das scheint nämlich so eine Art Nebelbank zu sein, die jetzt sich hier über dem Horizont befindet, vor den Wolken. Das heißt, wir könnten das Tesa theoretisch auch erstmal lassen, wobei es dann schwierig wird. Ich nehme es lieber ab. Gucken wir mal, wie es da drunter aussieht. So, jetzt haben wir da natürlich einen kleinen Streifen. Das sieht natürlich nicht so hübsch aus. Deswegen nehmen wir uns jetzt noch mal einen kleinen sauberen Pinsel, mit dem wir gut verblenden können. Der ist mir eigentlich zu grob, der ist mir zu groß. Welchen Pinsel nehmen wir denn da mal? Einfach einen kleinen Borstenpinsel. Genau so. Damit verblenden wir das jetzt nochmal. Müssen wir jetzt aufpassen, dass wir natürlich nicht so in unsere schöne Linie vom Horizont reinkommen, ne? Sonst war das alles umsonst. Da könnt ihr auch ruhig ein bisschen stärker aufdrücken. Wie gesagt, in dem Bereich ist es sowieso meistens ein wenig heller im Horizont. Deswegen passt das schon ganz gut. Wer sich traut oder eine größere Leinwand hat, kann das natürlich auch ziemlich gut mit einem 1-Zoll-Pinsel machen. Der hier ist jetzt sehr dunkel. Ist natürlich jetzt schwierig, die richtige Farbe noch wieder zu finden. Ich glaube, der hier war sauber, ja. Ganz vorsichtig hier nochmal verblenden. Sieht man eh gleich nicht mehr viel von, weil wir noch unsere schönen Wolken darüber malen. So, das sieht doch schon richtig gut aus. Und so haben wir einen richtig, richtig tollen geraden Horizont. Das sieht doch gut aus. Okay, dann wollen wir mal schauen, welche Pinsel nehmen wir jetzt für unsere Wolken. Jetzt habe ich alle meine 1-Zoll-Pinsel dreckig gemacht, oder? Ne, hier ist noch ein sauberer. 1-Zoll-Pinsel und ein kleines bisschen Titanweiß. Versucht mal, nur mit der oberen Ecke des Pinsels erstmal zu arbeiten.
So, wo wollen wir unsere Wolken machen? Also hier seht ihr, sind die ganz klein am Horizont, ne? Das ist mir ein bisschen zu klein, die fallen ja überhaupt nicht auf. Ich möchte schon ein bisschen auffälligere Wolken haben. So, und jetzt nehme ich hier meinen Einzelpinsel und nehme erstmal rein Titanweiß, nur mit der oberen Ecke. So ein paar schwungvolle, richtig tolle Wolken hier reinmalen. Diese Cumuluswolken sind ja sehr schwer zu malen. Man muss immer aufpassen, dass man da nicht sagt, oh, das macht so Spaß. Ich nehme ganz, ganz viel Titanweiß und dann hinterher habe ich nur Matsch auf der Hütte. Auf der Leinwand meine ich. Und deswegen da immer ganz vorsichtig arbeiten, bitte. Jetzt ist das leider sehr ausgebrannt. Seht ihr das überhaupt? Nicht so wirklich, ne? Schade. Nächstes Mal muss ich den Himmel noch dunkler machen. So, das sieht doch schon mal recht gut aus. Jetzt verblenden wir den unteren Teil. Ganz vorsichtig. Am besten ist es, ihr lasst eine Ecke vom Pinsel immer unten auf der Leinwand und macht mit kreisenden Bewegungen bitte nur die obere Ecke und verblendet das Ganze. Passt dabei aber auf, dass ihr nicht in die oberen Kanten reinkommt. Einfach nur so, ganz vorsichtig. Blenden. So. Das sieht doch schon ziemlich gut aus. Hervorragend. So. Und jetzt, wie ihr hier auf dem Bild seht, haben die so einen ganz kleinen rosa Schimmer. Den wollen wir hier jetzt natürlich auch nochmal mit reinbringen. Das heißt, einmal so ein bisschen ausputzen den Pinsel. Wieder nur auf dem Zebertuch. Dann nehmt ihr euch den Spachtel, den ich jetzt hier festgeklebt habe. Auch nicht schlecht. Ein kleines bisschen, wirklich nur so eine ganz hauchzarte kleine Ecke Karmesinrot. Wie bin ich denn jetzt in Grün reingekommen? Ach Mensch, grüner Himmel ist nicht schön. Wir wollen keinen grünen Himmel. Also nochmal abwischen. Eine kleine Ecke Karmesinrot. Da müsst ihr wirklich richtig damit aufpassen, weil das Rot sehr stark färbt. Wirklich sehr stark. Ihr seht das hier. Schon viel zu viel. Also dafür nur eine kleine Ecke. Und noch mehr Titanweiß. Immer noch zu viel. Also wieder weniger. Nur eine kleine Ecke und Titanweiß. So, das sieht doch jetzt schon besser aus. Richtig schön mit dem Spachtel vermixen. Oh, wobei, jetzt ist es zu zart. Ein bisschen mehr kann man schon noch nehmen. So. Mehr geht immer, ne? Das ist es halt, mehr geht immer. Aber ich glaube, ich mache sogar tatsächlich ein bisschen mehr. Nicht einfach, damit ihr es besser seht. Ich glaube, ihr seht fast gar nichts. Ne? Was ist das denn mit meinem Licht hier jetzt heute? Ich habe nämlich neues Licht, weil diese LED-Leuchten, die ich mir extra neu gekauft habe, da hat das Bild so geflackert. Das war irgendwie nicht schön. Aber jetzt ist das irgendwie so ausgebrannt. Ich mache noch ganz kurz die Helligkeit ein bisschen runter. Moment. So. Eine Sekunde. Hier auch ein bisschen runter. Ja, besser. Jetzt seht ihr die Farben besser, ne? Prima. Okay. Gleiches Spiel. Wir nehmen den Einzelpinsel, den wir eben schon benutzt hatten. Kurz mal ein bisschen austupfen. Und ab in unser schönes Karmesin-Rosé, was wir uns gerade angemixt haben. So. Und das gleiche nochmal. Jetzt passt mal auf, dass ihr nicht versehentlich in den Horizont reinkommt, sondern wir gehen nochmal wieder hier mit ein bisschen rosa hier in die Wolken rein. Ich mache das jetzt, wie gesagt, ein bisschen doller, damit ihr das besser seht. Wie genau intensiv ihr das machen wollt, das ist euch überlassen. Wenn ihr sagt, das ist mir too much, dann nehmt gerne ein bisschen weniger. Also mir ist das jetzt tatsächlich too much. Das
Deswegen möchte ich jetzt gerne noch ein bisschen Titanweiß dazu nehmen. Aber wenn ich das gleich geblendet habe, sieht das Ganze auch besser aus. So, einmal kurz abwischen. Und jetzt können wir das auch gleich so ein bisschen verblenden. Jetzt haben wir so richtig schöne hauchrosa farbene Wolken. Und damit das nicht zu intensiv wirkt, nehmen wir jetzt noch mal ein ganz kleines bisschen Titanweiß dazu. Hier habe ich noch einen Pinsel mit Blau. Nicht viel Blau, sondern nur ganz bisschen. Nochmal abwischen und ein wenig ins Titanweiß rein hier stupfen. Das soll nicht zu dick sein. Und dann gehen wir hier nochmal rüber, als ob hier nochmal so richtig schöne, kleine, zarte Wolken wären. Wem das schwerfällt, mit diesem 1 Zoll Pinsel zu arbeiten, dem kann ich empfehlen, versucht es mal mit dem Fächerpinsel. Mit dem Fächerpinsel lassen sich nämlich auch ganz toll Wolken malen, so richtig toll. Aber wer ein bisschen Übung hat mit dem 1 Zoll Pinsel, der wird diesen Pinsel auch früher oder später wirklich lieben, weil es damit einfach so richtig Spaß macht. Aber ich habe auch lange gebraucht, bis ich das verstanden habe, wie man den tatsächlich richtig verwendet. So, schaut mal, jetzt sieht das hier so richtig aus wie so eine kleine schöne Wolkenbank. Hier können wir auch noch mal ein kleines Wölkchen hinsetzen. Und dann reicht das auch schon, ne? Das sieht doch gut aus. Richtig schön intensive Wolken. So wollen wir das haben. Okay, dann schauen wir, was als nächstes in unserem Bild anfängt. Da sehen wir als nächstes, wir bauen das Bild immer von hinten nach vorne auf. Das heißt, als nächstes müssen wir unsere Landzunge da hinten malen. Dafür muss ich jetzt aber einmal meinen Arbeitsplatz reinigen. Wir sehen uns also gleich wieder. So, dann wollen wir mal unsere kleine Landzunge malen. Dafür nehme ich mir irgendeinen kleinen Pinsel. Ein kleines bisschen Mitternachtsschwarz. Ein kleines bisschen Braun. Mixe das Ganze zusammen und nehme noch etwas Saftgrün dazu. So. Und dann fangen wir mal an. Auf unserem Foto ist die Landzunge sehr klein, wie ihr hier seht, ne? Und die geht ganz leicht in den Horizont hinein. Das heißt, sie fängt hier oben an. Wir fangen auch an der Seite hier schön an. Gehen dann hier rüber. Und ins Wasser hinein. So. Wie groß ihr die macht, ist euch überlassen. Das kann jeder für sich entscheiden. Da hier noch ziemlich viele Büsche davor kommen, mache ich sie ein wenig größer. So. Und dann geht die hier in einen kleinen, feinen Bogen wieder zurück. So. Und dann einfach nur ausmalen. Ich nehme mal ein bisschen mehr Schwarz, weil ich hier sehr viel Grün verwendet habe. So, der untere Teil ist ja recht dunkel. Da sieht man nahezu gar nichts. Ich habe jetzt hier einen Acrylpinsel, der die Farbe so ein bisschen mitnimmt. Und wenn ihr so ein bisschen aufstupft, kommt hier so eine Art kleines Relief, dass das schon so ein bisschen aussieht wie Vegetation. Hier oben lasse ich das relativ glatt. Ihr seht hier nur so ein ganz paar leichte Hügel. Aber so richtig Büsche oder Äste sieht man nicht. Dafür ist das viel zu weit weg. So, im oberen Teil lasse ich das auch ruhig ein bisschen grüner. Weil schon so ein bisschen Bäume
das Grün von den Bäumen erkennbar ist. So, hier müssen wir jetzt schön gerade und sauber arbeiten. Am unteren Teil der Dammzunge. Ich zeige euch gleich nochmal das Foto. Denn da seht ihr, dass es hier sehr glatt und sehr sauber ist. Und dann haben wir hier drumherum nochmal so einen richtig schönen weißen Sandstrand, den wir natürlich jetzt auch dazu malen wollen. Dann nehmen wir uns wieder einen sauberen Pinsel. Das ist wieder ein Acrylpinsel, den ich hier verwende, weil der einfach so klein und schön spitz ist. Gehe damit rein in mein Titanweiß. Aber damit es nicht zu weiß ist, verwende ich ein ganz bisschen Braun. Wirklich nur so ein Hauch, damit es nicht zu extrem weiß ist. So. Und dann gehe ich mit dem Pinsel, ich schiebe den so ein bisschen in die Farbe rein, damit ich so eine kleine weiße Farbpalette da drauf habe. Und dann gehe ich damit einmal ganz vorsichtig hier an meiner Küste entlang. Immer wieder neue Farbe aufnehmen, weil die sich sonst natürlich mit dem Blau stark vermischt. Und dann ganz vorsichtig hier entlang gehen. Und ganz sauber. Passt dabei gut auf, dass ihr die Farbe richtig schön zur Langzunge hinschiebt und nicht rauszieht, weil sonst habt ihr natürlich die dunkle Farbe in eurem Strand. Und das ist ja das, was wir nicht wollen. Immer wieder frische Farbe aufnehmen. Schön da reinstupfen. Und einmal da entlang gehen. Es ist auch wirklich nur ein ganz schmales Stück. Das ist ja sehr, sehr weit weg. Und ganz schmaler weißer Strand. Wundervoll. Das war schon. Mehr brauchen wir mit unserer Langzunge gar nicht machen. Dann schauen wir uns das Foto nochmal an. Was kommt jetzt als nächstes? Wir haben jetzt hier richtig schön eine Vegetation. Man sieht, hier ist der Strand und dann kommt hier die Vegetation. Das heißt, wir fangen, weil dieser Strand ja weiter weg ist als unsere Vegetation, hier unten mit dem Grün an. Dafür nehmen wir auch einen Einzelpinsel. Die sind jetzt alle ausgewaschen. Das bedeutet, da ist noch ein wenig Restterpentin drin. Knetet die nochmal richtig schön durch in einem Zewertuch, damit ihr auch wirklich die Feuchtigkeit aus dem Pinsel herausbekommt. Gut. Dann nehmen wir uns den Spachtel, ein kleines bisschen Saftgrün. Und das war's auch schon. Einfach nur ein wenig Grün. Den sauberen Pinsel wieder hineinstopfen. Wenig Farbe. Wenig Farbe. Gut, dann wollen wir mal schauen, wo geht das denn ungefähr lang. Also es fängt circa hier an und geht dann hier hoch. Immer wieder neue Farbe nehmen. So, das ist ja recht saftig hier, deswegen brauchen wir das nicht erst dunkel vorgrundieren. Einfach richtig schön mit dicker, fetter Farbe hier reinstupfen. Wir machen auch gleich den ganzen Hang hier mit. So, und das wird alles schon mal schön grün. Auch wo unsere Büsche hinterher hinkommen. Und immer stopfen. Immer schön. Damit das nicht hinterher wie gewischt aussieht. Jetzt einmal den Pinsel kurz leicht reinigen. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir hier ganz vorsichtig die kleinen Kleckse, die wir hier haben, einmal wegkriegen. So. Das sieht doch schon mal richtig schön aus. Dann haben wir hier noch ein paar Steine hier vorne liegen, wie ihr seht. Da gehen wir jetzt noch mal vorsichtig mit unserem Borstenpinsel rein, ein wenig Titanweiß und stupfen uns hier vorne noch mal vorsichtig den Strand mit hin. Das sieht, ihr seht, das sieht aus wie ein bisschen Steine hier. Dabei dürft ihr ruhig ein wenig ins Grün reinkommen,
weil es gar nicht so sauber ist, ne? Das sind ja Steine, die schon vom Meer durchwühlt wurden. Und deswegen braucht das hier nicht zu sauber sein. Nicht ins Grün komplett reinmalen, bitte. Sondern wirklich nur hier so ein bisschen den Steinstrand andeuten. Mehr wollen wir gar nicht. Immer wieder frische Farbe aufnehmen. Und auch hier bitte stupfen, nicht malen. Ganz vorsichtig hier einfach so ein bisschen die Farbe reinstupfen. Viel weiter brauchen wir nicht, weil da sowieso gleich Bäume sind. So, dann haben wir hier unsere Steinkante. Dann nehmen wir jetzt noch mal ein wenig dunklere Farbe von unserem Mix, die wir hier haben. Und damit gehen wir noch mal ganz vorsichtig jetzt ganz vorsichtig hier reinwischen zwischen dem dunklen und dem hellen, also dem grün und dem weißen. Wenn es nicht genug Farbe ist, nehmt euch neue. Braun und schwarz haben wir hier. Einfach nochmal richtig schön. Und jetzt ganz vorsichtig hier zwischen grün und Strand einmal so ein bisschen wischen, um diese beiden Farben miteinander zu verbinden. Immer wieder frische Farbe aufnehmen. So. Zack. Immer wieder abwischen, das Grün so ein bisschen und verbinden. Und hier dürft ihr auch tatsächlich ein bisschen malen. Hier muss man nicht stupfen. Hier malen wir ein bisschen. So. Das glänzt jetzt sehr. Das ist kein Wunder. Das ist natürlich vom Titanweiß. Das glänzt immer sehr stark. So, jetzt haben wir hier eine richtig schöne Uferkante. Und das Ganze so ein bisschen abgehoben. Jetzt nehmen wir uns nochmal einen Einzelpinsel. Guckt, dass der auch wieder schön trocken ist. Und das verblenden wir hier so ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig so ein bisschen verblenden. So. Jetzt haben wir eine schöne Uferkante, die ins Meer führt. Das Ganze bearbeiten wir gleich natürlich noch ein bisschen mehr, nämlich mit dem Spachtel. So. Und zwar den Spachtel gut säubern, der muss wirklich glänzen. Und dann gehen wir noch mal wieder ins Titanweiß rein, schön ausstreichen, eine kleine Rolle nehmen mit dem Spachtel und dann gehen wir mal ganz vorsichtig hier am Strand lang. Immer gucken, dass ihr genug Farbe da drauf habt. So. Und dann ist das nämlich wie ein paar kleine hübsche Wellen hier. Auch darauf achten, nicht zu viel Farbe. Ne? Und dann einfach hier so lang streichen. Immer mal wieder neue Farbe nehmen. Dann haben wir hier nämlich so eine ganz leichte Brandung. Einmal die Farbe wieder abnehmen. Und das gleiche können wir dann nämlich auch im Meer schon gleich machen. Wir wollen ja hier so ein bisschen den Anschein von kleinen Wellen haben. Und die kommen jetzt so schräg hier rüber. Die kommen jetzt nicht gerade direkt auf uns zu, sondern so ein bisschen drückt der Wind hier von rechts rein. Das heißt, wir gehen auch mit unserem Spachtel so ein kleines bisschen nach oben und formen uns hier so ein paar schöne kleine Wellen. Das könnt ihr natürlich auch mit einem anderen Pinsel machen. Aber mit dem Spachtel wird das meistens dann so richtig schön zart am Anfang. Immer mal so ein bisschen hier hochziehen. Versucht dabei aber waagerecht zu bleiben. So. Und man muss jetzt hier aufpassen, weil das natürlich Spaß macht, dass man das nicht übertreibt mit den kleinen Wellen. Auf unserem Foto seht ihr, sieht man kaum Wellen. Na, das sind wirklich ganz, ganz wenig. Deswegen deuten wir jetzt hier auch nur so ein bisschen was an.
und verblenden das Ganze nochmal. Jetzt habe ich hier Grün drauf, da habe ich auch Grün drauf. Das wäre jetzt ein großer Fehler, das zu nehmen. Und jetzt ganz vorsichtig mit dem sauberen Pinsel hier verblenden. So, und das macht ihr möglichst waagerecht, damit das auch nach Wasser aussieht. Und dann haben wir hier nämlich so ganz vorsichtig ganz feine kleine Wellen. Und ihr seht, ich nehme die Farbe auf, gehe nochmal drüber und verstreiche sie weiter oben. Weil so viel Weiß will ich hier gar nicht haben. Das ist nur, dass ich so schon mal ein bisschen Farbe habe, die ich hier verteilen kann. Ganz vorsichtig verblenden, waagerecht. Und schon sieht das aus wie Wellen. So, hier vorne soll man das ja gut sehen. Hier vorne sind das tatsächlich kleine Wellen, deswegen nehme ich hier nochmal meinen Fächerpinsel und verstreiche jetzt mit dem Fächerpinsel hier ganz zart. Dass das richtig so ein bisschen aussieht wie kleine Schaumwellen. Die verstreiche ich jetzt so ganz leicht da, wo sie herkommen. Ganz vorsichtig verstreiche ich die jetzt. Dass man auch sieht, dass die von rechts kommen. So, das gleiche machen wir hier auch nochmal. Wer gerne ein bisschen stürmisch das haben möchte, der kann natürlich auch so richtig Wellen hier reinzeichnen, ne? Die so gerade sich so ein bisschen überschlagen. Das geht natürlich auch. Aber ihr seht, wenn ihr mit waagerechten Strichen die so leicht nach unten zieht, dann sieht das aus wie so Wellen, die hier gerade in die Brandung reinkommen. Ganz vorsichtig. Nicht zu doll, ganz vorsichtig die Wellen hier reinschlagen lassen. Und wenn man hier so ganz leichte Wellen macht, dann sieht das aus, als ob wir richtig schöne Wasserbewegung haben. So, jetzt die so ein bisschen ausstreichen. Ganz vorsichtig, nicht zu doll, weil sonst wirkt das, als ob das starke Wellen sind. Das wollen wir ja auch nicht. Das sind nur ganz zarte Wellen. Ganz, ganz bisschen. Deswegen streichen wir die nur ganz vorsichtig aus, dass die hier jetzt so gerade hineinkommen. So, sollte euch jetzt das hier nicht so gelungen sein und ihr sagt euch, ach, das gefällt mir leider gar nicht, das sieht überhaupt nicht schön aus, dann kann man tatsächlich das nochmal komplett wieder rausstreichen. Es ist überhaupt gar kein Problem, dann nehmt ihr euch den Einzahlpinsel und streicht das nochmal vorsichtig raus. Natürlich, wenn ihr mit Titanweiß arbeitet, habt ihr immer das kleine Problem, das schimmert sehr stark. Also man wird das schon sehen, wenn man da jetzt einen kleinen Fehler gemacht hat, dass da sehr viel Titanweiß drin ist. Aber zur Not geht es. Wenn euch jetzt zum Beispiel die Welle hier, die ist euch zu stark, die könnt ihr ausstreichen oder zur Not sogar tatsächlich ganz entfernen. Mir gefällt das jetzt ganz gut hier. Das sieht so richtig schön aus wie Wasser, das jetzt hier zur Küste hinströmt. Hier oben fehlt mir noch ein bisschen was. Ich sehe das leider bei mir auf der Leinwand nicht. Das spiegelt sehr stark. Aber wenn ihr jetzt einfach so ganz leichte Striche hier macht am Horizont, dann sieht das richtig aus wie Bewegung im Wasser. Ganz vorsichtig, einfach nur so ganz leichte Striche. Ganz easy. Oh, jetzt habe ich mich auch vertan. Und jetzt bin ich leider ganz weggerutscht. Das ist zu stark. Das verblenden wir hier. So, seht ihr. Also wie gesagt, Fehler kann man hier zum Glück nicht großartig machen. Ihr könnt das fast alles wieder ausbessern, wenn euch irgendwas nicht gefällt. Und wenn ihr jetzt zur Not nochmal ganz hier rüber geht und das waagerecht macht,
weil ihr sagt, das gefällt mir so nicht, dann ist es, als wäre nichts gewesen. Es sieht einfach wieder aus wie vorher. Okay, dann kommt jetzt noch unser kleines Highlight. Dafür nehme ich mir einen Fineliner und ziehe mir das mal ein bisschen dichter hier ran. Gehe wieder in mein Titanweiß. Drehe den Pinsel vorsichtig in der Farbe, damit ich eine richtig schöne Spitze bekomme. Nochmal reinstopfen, nochmal wieder drehen, damit die Härchen auch ja alle wirklich zusammen sind. Und dann können wir nämlich hier wie auf unserem Bild ganz feine kleine Boote hineinmalen. Wenn ihr jetzt sagt, ach nö, mein Boot ist aber nicht so weit weg, könnt ihr das natürlich auch gern ein wenig größer malen. Das ist ganz euch überlassen. Wichtig ist natürlich nur, dass ihr eine saubere Spitze habt. Und wenn ihr ein bisschen unsicher seid, noch nie ein Boot gemalt habt, übt das ruhig einmal vorher auf eurer Palette. Na, ihr braucht wirklich viel Farbe. Und dann geht es ja darum, wirklich spitze Segel zu machen. Deswegen fangt bitte zuerst kleine an mit eurem Segel. Wirklich klein. Größer mal geht nämlich immer. Ganz vorsichtig. So, jetzt habe ich hier schon mal ein sehr schönes spitzes Segel. Und jetzt folgt hier das zweite. Ist natürlich in dieser Miniaturausgabe schwierig, wirklich so exakt zu malen. Also da braucht ihr wirklich gute Pinsel, die richtig schön scharfe Kanten malen können. So, jetzt habe ich hier schon mein zwei Segel. Und dann male ich noch mein Boot dazu. Da muss man mal aufpassen, dass es nicht versehentlich zu groß wird. Wirklich nur so unter den Segeln ganz vorsichtig das Boot andeuten. Und mit Schatten oder so braucht ihr jetzt hier nicht zu arbeiten. Dafür ist das Boot einfach viel zu weit weg. Okay. Wer möchte, kann natürlich noch ein weiteres Boot da reinmalen. So viele wie ihr wollt natürlich, ne? Ist ja klar. Und bei mir sind es drei Stück, die ich hier hinten gesehen habe. Das heißt, ich male hier hinten noch mal ein ganz kleines. Und wenn ihr merkt, der Pinsel ist nicht so gut wie gedacht, tauscht ihn lieber aus. Ich habe mir jetzt nämlich hier tatsächlich auch einen Pinsel genommen, der ganz feine Härchen hat, die man leider sieht. Ist aber jetzt nicht so schlimm. So, da haben wir schon mal zwei kleine Segelboote. Dann machen wir hier noch ein drittes. Und fertig. So, das sieht doch ganz gut aus. Natürlich kann man noch einen schönen Katamaran oder was weiß ich da oben malen. Oder ein richtig geniales Containerschiff, was hier vielleicht gerade lang zieht. Davon habe ich auch zahlreiche gesehen. Aber ja, das lassen wir jetzt erstmal weg. Wenn ihr jetzt wie ich das Problem habt, ich habe den Bug hier, den Rumpf, sehr rund gemalt. Das sieht nicht wirklich realistisch aus. Nehmt euch ein ganz kleines bisschen dunkles Blau, mixen im Titanweiß, dass ihr so ungefähr die gleiche Wasserfarbe hinbekommt. Und dann geht nochmal ganz vorsichtig unter eurem Bug und malt den gerade. Wenn ihr da nämlich zu rund seid, sieht das unrealistisch aus. Einmal gerade malen. Und dann könnt ihr auch etwas dunklere Farbe nehmen, dass das so aussieht, als ob das Boot hier so eine ganz kleine Welle hinter sich herzieht. Das geht natürlich auch, muss nicht sein. Aber das Ganze wirkt dann natürlich noch ein bisschen realistischer. So, dann können wir jetzt mal weitermachen mit unseren Büschen. Dafür mache ich nochmal ganz kurz alles sauber. Moment bitte. So, dann wollen wir mal mit unserem Gebüsch weitermachen, ne? Dafür nehmen wir uns einen Einzelpinsel. Hier ist noch Grün drauf. Grün haben wir hier auch noch. Das ist natürlich viel zu hell. Wir müssen natürlich erstmal etwas dunkler beginnen. Dafür nehmen wir etwas Mitternachtsschwarz dazu. Ein wenig Preußischblau. Und vermischen das Ganze. Wieder ordentlich stupfen. Bis die Farbe erreicht ist, die wir haben wollen. Schön dunkel soll sie sein. Und dann geht es auch schon los. Also, wir haben hier einen kleinen Busch.
da einen kleinen Busch. Und die gehen hier so lang. Ordentlich ein bisschen aufstupfen. Auch an der Seite, bitte nicht vergessen. Wenn euch das zu dunkel ist, etwas dunkler die Farbe machen. Ein kleines bisschen schwarz mit rein, gar kein Problem. Ach, gut verteilen im Pinsel und weiter. Es muss jetzt natürlich nicht exakt so gestupft werden, wie es auf eurem Foto ist. Ich mache erstmal hier den Busch. Ihr seht, der hintere ist sehr, sehr dunkel. Die vorderen schon wieder ein wenig heller. Deswegen benötigen wir hier auch ein wenig mehr Mitternachtsschwarz. So, hier vorne sitzt noch ein kleiner Busch. Und immer stupfen. Das hier ist ja ein sehr steiler Hang. Und da sitzen die Büschlein dran. Zack. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Die lassen wir auch so dunkel. Jetzt nehmen wir uns wieder ein bisschen Saftgrün dazu. Das darf jetzt ruhig ein bisschen heller werden. Und dann kommt hier der nächste Busch. Wir lassen hier einen kleinen Bereich frei. Und stupfen uns hier den nächsten Busch hin. Der ist nämlich ein bisschen heller. Wenn es noch heller sein soll, nehmt ihr entweder ein kleines bisschen Weiß oder ein Tick Gelb dazu. Und dann stupfen wir uns hier ein bisschen was Helleres hin. Hier muss man gut aufpassen, dass man nicht gleich zu viel Farbe nimmt. Sonst habt ihr nämlich einfach nur Matsch auf der Leinwand. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Zack, haben wir hier so unsere kleinen Büschlis. Jetzt sieht es so aus, ihr seht, hier haben wir viele einzelne Zweige. Die wollen wir jetzt nach Möglichkeit auch einmal nachmalen. Ich nehme wieder hier einen kleinen Acrylpinsel, ein kleines bisschen braun und dann fange ich einfach mal an, hier ganz gerade ein paar Zweige rauszumalen. Das ist mir ein bisschen hell. Ich nehme ein wenig Schwarz dazu. Und mische mir die Farben direkt hier auf dem Pinsel und mach weiter. Zack. Einfach so ein paar kleine Ästlein da rausgucken lassen. Achtet darauf, dass ihr die nicht zu gerade macht. Wenn man das zu gerade macht, sieht das auch nicht schön aus. Und nicht zu viele, nicht übertreiben. Immer mal wieder den Pinsel durch die Farbe durchziehen, damit ihr eine schöne gerade Kante bekommt. Nur mit einer geraden Kante kann man ganz feine Striche machen, ne? So, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Hier kommen ein paar Zweige so raus. Wie ihr seht, hier ist ein kleiner Baum, der sogar hier oben noch rausguckt. Hier guckt er noch raus. Ich hatte schon mal ein Bild gemalt, auch mit Zweigen, die hier rausgucken. Dann machen wir noch ein paar mehr. Das sieht doch dann ganz interessant aus. So. Nicht übertreiben. Da tendiert man nämlich ganz gerne zu, dann doch ein bisschen zu viel des Guten zu machen. So, guck mal, hier kommt der Rest noch raus. Und da malen wir dann gleich noch ein paar schöne hübsche Blätter drauf. Immer mal wieder durch die Farbe ziehen den Pinsel, sonst ist die Kante nicht scharf oder zu dick. So, das sieht doch ganz gut aus. Jetzt nehmen wir hier wieder unseren grünen Pinsel mit der dunklen Farbe. Nochmal schön stupfen und ganz vorsichtig hier ein paar Blätter reinmachen. Zack, ganz vorsichtig. Schon haben wir da ganz feines, saftiges Grün. Das gleiche machen wir auch hier. Zack. Ganz fein, ganz sanft. Und weil ich hier gerne möchte, dass wir auf meinem Foto die Blätter gut gesehen werden, nehme ich hier nochmal meinen Acrylpinsel, schiebe den in das Grün herein, ordentlich durchmixen. Die Farbe soll ja recht dunkel sein. Und dann male ich mir hier tatsächlich nochmal so kleine Blätter hin, dass man die tatsächlich sieht. Ihr müsst mal gucken, welche Pinsel ihr dafür am besten verwendet.
Welche haben eine schöne Spitze, dass das natürlich besonders aussieht. Immer wieder frische Farbe aufnehmen. Und schon haben wir richtig schöne kleine Laubzweige, die hier rausgewachsen sind aus den Büschen. Guckt, das sieht doch schon richtig gut aus. Soll sich auch ein bisschen abheben, es soll nicht alles gleich aussehen. Ne? Das gleiche machen wir hier auch nochmal. Hier ist es sogar recht dick. Das ist ein dichterer Busch. Hier stupfen wir so ein bisschen mehr. Immer wieder frische Farbe nehmen. Sonst vermixt sich das zu stark mit dem Weiß darunter. So. Und schon haben wir hier verschiedenste Büsche. Das macht doch richtig was her. Um jetzt hier vorne ein bisschen Highlight zu setzen, brauchen wir natürlich noch mal hellere Farben. Dafür nehmen wir dann mal einen schönen Fächerpinsel und gehen dafür ein bisschen ins Gelb hinein. Gelb und ein kleines bisschen Pentanolgrün, nur ein bisschen. So, dass es gerade eben grün wird. Und ihr seht, es ist eine Blumenmalfarbe. Das Pentanolgrün ist halt wirklich für Wasser geeignet und für Blumen. In der Landschaftsmalerei hat es nicht so viel zu suchen, weil es halt sehr intensiv ist. Aber um hier ein paar kleine Sträucher anzudeuten, ist es genau richtig. Das sind jetzt einfach die vorderste Reihe, die wir hier sehen, die wir hier jetzt einmal malen, damit man auch sieht, hier ist noch was davor. Ihr könnt auch ein kleines bisschen Weiß dazu nehmen, aber nicht zu viel, sonst glänzt das wieder zu stark. So. Ganz vorsichtig nur so ein paar kleine Zweige da reinmalen. Das sieht doch so schon ganz gut aus. Jetzt haben wir hier noch so ein bisschen Gras. Das wollen wir auch nochmal malen. Dafür nehme ich mir einen neuen Pinsel, gehe in meine Sienna rein, in mein Braun. Und ein kleines bisschen Rot nehmen wir dazu. Ziehen den Pinsel richtig schön durch die Farbe durch, damit wir wieder eine schöne gerade Kante erhalten, wie ihr seht. Und dann malen wir hier nochmal unsere Sträucher. Zack, zack. Achtet dabei drauf, wenn ihr jetzt Weiß am Pinsel habt, wieder in die neue Farbe reinzugehen. Sonst wiederholt sich das Muster und dann sieht das nicht mehr natürlich aus. Erdet die Zweige natürlich. Die dürfen natürlich nicht mitten in der Luft anfangen, das sieht komisch aus. Und natürlich wieder darauf achten, nicht zu viel, also nicht übertreiben. Aber hier seht ihr, sind eine ganze Menge kleiner Zweige, die wir hier einfach mal reinmachen können. Wenn ihr merkt, der Fächerpinsel öffnet sich, schön wieder durch die Farbe durchziehen. Auch nicht ganz gleichmäßig das Rot drin verteilen. Das sieht nämlich ganz interessant aus, wenn mal so ein bisschen Rot rauskommt. Und so wirkt das Ganze dann ein bisschen natürlicher. So, das sieht doch ganz gut aus. Jetzt sieht es doch schon ziemlich nah an unserer Vorlage aus. Jetzt können wir den Fächerpinsel noch mal ein bisschen biegen, dass wir hier auch noch mal ein paar runde Zweige haben. Versucht nicht immer im gleichen Winkel zu sein, sondern so abwechseln. Und jetzt können wir hier noch mal ein kleines Highlight setzen. Bisschen Gelb nehmen, so. Dass hier so richtig schön die Sonne rauf scheint. Zack. Das sieht doch sommerlich aus. Richtig schön sommerlich. Hier oben in den Spitzen, da scheint die Sonne hin. Das sieht doch toll aus. Zack. Wundervoll. Und schon haben wir dieses traumhafte Bild nachgemalt. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Wer natürlich sich dabei jetzt ein bisschen Zeit lässt, kann natürlich die Wellen hier noch wesentlich besser ausarbeiten. Also hier kann man noch wesentlich viel mehr machen, mehr gestalten. Und kann auch hier sonst noch im Ufer so ein paar kleine Steinchen mit reinzeichnen, dass man das richtig gut sieht. Aber wer gerne ein etwas schnelleres Bild machen will, weil er nicht so viel Zeit hat, da ist das hier die perfekte Vorlage, denke ich mal.
Und wenn das getrocknet ist, sieht das nämlich richtig toll aus. Ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe, euch hat das Bild wirklich Spaß gemacht. Und es macht euch auch Spaß beim Nachmalen. Und wir sehen uns beim nächsten Bald wieder. Alles klar, bis dann. So, das war meine Insel Rügen, Kap Arkona. Eine Sache habe ich natürlich wie immer vergessen. Die machen wir jetzt nochmal schnell nach. Ja, es ist euer Bild. Und wir müssen es natürlich unterzeichnen. Das dürfen wir nicht vergessen. Ist ja wohl logisch. Wo ist denn mein kleiner süßer Pinsel jetzt hin? Das ist jetzt ja auch eine ganz tolle, super Vorbereitung. So, dann nehmen wir mal hier ein bisschen Rot. Den Pinsel schön darin drehen. Wenn euer Rot genauso fest ist wie meins, ist es natürlich schwierig damit zu arbeiten. Dann nehmt euch einfach ein kleines bisschen Blumenöl. Und hier habe ich ein ganz kleines bisschen Blumenöl. Da gehe ich mal ganz kurz mit meinem Pinsel rein. Zack. Mische das in meine Farbe und dann ist die nämlich ein bisschen flüssiger. Und dann kann ich damit ganz super unterzeichnen. Wir haben jetzt April. Ich mache das immer so, ich mache meine Jahreszahlen da ganz gerne drauf. Das heißt 04. Im Jahre 23. Das können wir ein bisschen dicker machen. So. Und dann darf das Autogramm natürlich nicht fehlen. Tada! So, fertig. Dann soll es das gewesen sein. Bis bald!